Moin, moin Leute und ein ringsinsiderliches Willkommen, Chocoloco. Wir sind nach langer Zeit endlich wieder back am Start hier. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt gleich mal in die Runde. Vorher noch kurz, heute geht es um das Thema, ja, FAQ. Das ist schon ein bisschen länger her, muss ich sagen. Ja, von 2016, muss man sagen. Aber wir gehen jetzt endlich mal drauf ein. Ich hoffe, es gefällt euch und jetzt legen wir direkt mal los. So, dann gehen wir direkt mal in die Runde hier. Ja, wir gehen mal erstmal TTT. Oh, es hat gar nichts los hier. Wir gehen mal Gun Game, was ist nie los? Auch nichts. Leckt, es leckt, es hat geleckt. Die Leggy-Lop. Leggy-Lop, Leggy-Lop. Ja. Egal, es leckt wie Rotze. Gucken wir mal. Geht's jetzt? Nee, nee, nee. Knockback, was ist hier los? 15, okay. So, nochmal. Ist gar nichts los. Dann gehen wir mal Knockback rein erstmal. So, fangen wir mal mit dem FAQ an, würde ich sagen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wir arbeiten uns langsam voran. Beziehungsweise, ja. Gut. Wow, da wurde mal runtergeschlagen gerade. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir von oben an. Wie gesagt. So. Yo, ich bin Olli. Meine Frage ist, wie viele Freundinnen hattest du schon? Ja. Was mal, dann wurde hier kommentiert 5000 XD. Ja, ganz so viele jetzt auch noch nicht. muss ich sagen. Keine 5000, also so viele waren es nicht. Aber genau auf die Frage will ich nicht eingehen. Ja, 5000 auf jeden Fall nicht. Das ist ein little bit zu viel. Ein kleines bisschen. Genau. Wow. Hallo? Was soll das hier? Hallo? Ja. Ich kann ja noch auf den aktuellen. Aktuell bin ich Single. Like a Pringle. Genau. Ja. Aktuell habe ich keine Freundin. Genau. Ich suche eine, die mich selber so geil findet, wie ich mich selber. Ich Parship'e jetzt. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Geisteskranker auf Parship in seinen eigenen Bullshit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, so viel zu der Frage. Gut, würde ich sagen, kommen wir zur nächsten. Next question is coming. Wer hat das Intro gemacht? Also. Das ist ein längeres Thema, beziehungsweise kann ich es dir momentan gar nicht sagen, ehrlich gesagt, weil ich es nicht mehr weiß. es ist schon ein bisschen länger her, wann das Video gemacht wurde, beziehungsweise 2016, FAQ. Ja, ich weiß es nicht mehr. Was ich noch sagen kann, ist, dass ich die Musik, soweit ich es in Erinnerung habe, selbst eingefügt hatte. Und auch ein bisschen zusammengecuttet dementsprechend. Also die Stellen halt. Glaube ich, bin mir jetzt nicht 100% sicher. Wer das Video gemacht hat, kann ich leider nicht mehr sagen. Entweder war es ein Kumpel, was ich leider nicht mehr weiß. Oder ich hatte es bei einer Seite machen lassen, wo man halt Intros machen kann, machen lassen kann, erstellen lassen kann. Bin mir aber nicht mehr sicher. Ja. Und daher kann ich dir das leider, wie gesagt, nicht sagen. Ja, tut mir leid, aber ich weiß es nicht mehr. Genau. Wenn ich es noch wüsste, würde ich es auf jeden Fall sagen, aber wie gesagt, sorry, ich weiß es nicht mehr. Genau. So, nächste Frage, nächstes Glück. Nee, Spaß. Nochmal! Komm nochmal, Bo! Komm nochmal, Nächste Frage, nächstes Glück? Nee, okay, passt auch nicht irgendwie. Nicht so ganz. Boah, da wurde mal. Da, nee, wir gucken mal, ob hier so ein TTT was frei ist. Internet Server Raw läuft auf jeden Fall. Ja. Oh, ja, es ist was. Hallo, ich will rein. Ja, also. Oh, es geht los, geht los. So. So. Kommen wir mal auf nächste Frage. So, würdest du in einer WG wohnen? Ja, das ist eine sehr gute Frage auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich kann
mir das irgendwie, weiß ich nicht. Bin mir da so ein bisschen unschlüssig, weil einerseits kann ich mir vorstellen, dass es cool ist, andererseits denke ich, dass man manchmal auch seine Ruhe einfach will, um einfach ein bisschen mal so abzuschalten und halt einfach so seine Ruhe will. Aber andererseits ist es eine geile Sache. Und daher mit den richtigen Leuten, ja, wieso nicht, würde ich sagen, aber ja, wie gesagt, ist halt so ein Ding. Ich weiß es nicht. Also nach der Schule oder nach der Arbeit will man einfach mal seine Ruhe. Oh, wenn es halt ein anstrengender Tag war, von daher, ja, es ist echt schwer so zu sagen, sich so eindeutig festzulegen. Willst du in einer WG wohnen? Puh, das ist echt eine ganz, ganz schwere Frage an dieser Stelle. Oh, wir wurden, scheiße. Nein, hau ab! Hallo! Ja, du dreckiger Alter. Halt doch noch deine Fresse! Du bist ein Asozialer! Halt, stopp! Jetzt reicht es! Das bleibt alles so, wie es hier ist. Egal, ob du hier bist und nicht! Bleib doch mal ruhig! Nein, jetzt hast du deine Schnauze! Oh, ich war Traitor. Hab ich gar nicht gesehen. Lol. Scheiße. Ich muss auch richtig gucken. Eieieiei. Also, wie gesagt, einerseits ja, aber andererseits will man auch manchmal seine Ruhe. Von daher, ich wohne momentan in der Wohnung. Könnte ich mir einerseits vorstellen, aber andererseits, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Ja, will man auch manchmal seine Ruhe, ja. Genau. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Dennis Funk? Auf wen ist denn die gestellt? Warum bist du so hängen geblieben? Ja. Keine Ahnung, was er da meint, aber mit Beleidigen hat das auf jeden Fall. Tja. Kann ich ihm auch nicht helfen. So, würde ich sagen. So. Wenn es dir nicht passt an der Stelle, kannst du gerne den Kanal deabonnieren. Ja, das ist deine Entscheidung. Wenn dir der Kanal nicht gefällt, dann musst du hier nicht länger sein. Das ist deine Entscheidung und ja. Ich gehe mal einen Tester. Wir wollen ja nicht sterben. Genau. Müssen wir das kurz zu sagen. So, wir gehen weiter auf den nächsten, ja. Nächste Frage, nächsten Kommentar hier. Ich finde, das ist voll gut. Ich finde, es voll cool. Ist echt voll der Hammer. Auf was ist jetzt bezogen? Guck mal, wer hier der Trailer ist. Die sind. Oder? Sind die? Hallo? Oh. Scheiße, das war ein random Kill. Oh nein! Pass auf! Sei bloß vorsichtig! Pass auf, ja, pass auf! Okay, wer ist denn hier? So, na ja, gut, da drauf. Wow! Da war der Creeper, der Creepy Creeper. Creepy Creeper. So, nächste Frage von Jan Reuling. Bist du schwul? Nein, wie kommst du auf sowas? Ja. Ha! WTF? No? Okay, nee, eigentlich nicht. Wieso fragst du? Brrr. So, nächste Frage. Er beleidigt doch nicht, okay? Ja, da müssen wir dazu kommentieren. So, nächste Frage an dieser Stelle. Oh, DG auf jeden Fall. Sehr spannendes Match. Würdest du für eine Woche ohne Internet auskommen? Bekommst dafür aber 3000 Euro. So, dann wurde hier aber noch was geschrieben. Mindestens für 500.000 würde ich das tun. Hab dich abonniert. Schön, dass du ihn abonniert hast. Und was bist du denn für ein Arschkriecher? Also, wir fangen mal ganz von
vorne an. Würdest du für eine Woche ohne Internet auskommen, bekommst dafür aber 30.000 Euro. Es ist das schon eine kritische Situation, muss ich sagen. Also eine Woche ist schon eine lange Zeit. Also, eine Woche halt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob ich das schaffen würde, ehrlich gesagt. Aber an sich, ja, 30.000 Euro ist schon viel Geld, muss man einfach so sagen. Das ist nicht gerade wenig. Ich denke, ich würde das hinbekommen, auch wenn es mir nicht einfach fallen würde. Aber ja, ich denke, ich würde es hinbekommen. Ja. Ja, genau. Nee, ich würde es echt, glaube ich, hinbekommen, aber es ist halt nicht so easy. Weil man ist ja doch andauernd am Handy oder mal Insta oder so, TikTok, keine Ahnung. Und dementsprechend würde ich mir das schon, denke ich, ein bisschen. Würde mir sich einfach fallen, würde ich mal sagen. Dass, dann irgendwie. Ja, hinzubekommen. Also hinzubekommen schon, aber ich müsste mich schon anstrengen. Weil, ja, man will schon wissen, was abgeht, was los ist und so. Und ja. Oh, scheiße! Da haben wir verkackt, Leute. Da haben wir verkackt. So. Ja, das lädt. 2000 Jahre später. 6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. 3 Tage später. 12 Sekunden später. 3:28 Uhr nachts. 3 Wochen später. Viele Monate später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. So, weiter geht's. Ja, es gab leider ein paar Probleme mit dem Server, also Meinsucht. Von daher kam jetzt, ja, geht's jetzt hier weiter. Wie ihr auch schon seht, Initial Server Error Acute oder so. Also, ja, keine Ahnung, weil anscheinend wird hier nicht mehr so viel. Oh, gehen wir nochmal kurz in Gun Game rein. Also, was ich noch sagen wollte, Leute. Ich wollte sagen, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, haut die ruhig in die Kommentare rein. Dann werden wir nochmal ein neues FAQ starten und ja, dann machen wir das so und dann kommen einfach nochmal ein paar neue Fragen. Boah, dann machen wir das doch so, oder Leute? Also, ja, haut ruhig rein in die Kommis. Wenn ihr noch ein FAQ wollt, schreibt gerne Hashtag FAQ in die Kommis. Boah, das ist richtig gut. Der hat Hex an, oder? Waren das Hex gerade? Ich weiß es nicht, Leute. Wow, das war hier knapp. Komm, den kriegen wir noch. Ah, ja, wie? Woo! Woohoo! Scheiße, er hat uns. Okay. Fuck. Wixo YouTube. No way. Let's. Ja, wir haben ihn. Das tut mir leid, wenn es nicht stimmt. Stimmt. Au. Aua. Hallo. Was soll denn das hier? Das ist hier unerhört. Unerhört. Mr. Krabs. Das sage ich Mr. Krabs hier. Mr. Krabs, brauchst du gerade? Wo bist du? Mr. Krabs, wo bist du? Nein. Auf. Okay. Ja, Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wow, shit. Ja, wir haben es noch überlebt, ja, wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. An dieser Stelle sind wir erstmal raus. Ja. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag. Schönen Tag. Wollte gerade schönen Abend sagen, aber ja. Das Video wird ja. Genau, an dementsprechend wahrscheinlich am Tag hochgeladen, nicht am Abend. Ne? Von daher ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Ich bedanke mich, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Wir sind an dieser Stelle erstmal raus. Wusch!